Nachfrage am Brutkasten. Na, wie geht es uns heute? Mit Kuscheltier lässt es sich offensichtlich aushalten. Okay, die ganzen Kabel und Ampullen. Frühchen schlafen aber eh sehr viel. Aber was womöglich wirklich fehlt, ist die gute Muttermilch. Ist doch so gesund. Sie hilft in entscheidender Weise, ein gutes Abwehrsystem aufzubauen und die Reife, insbesondere des Magen-Darm-Systems, zu fördern und zu begünstigen. Der Darm kann sich bei Frühchen schnell entzünden. Das kann sogar zum Tod führen. Beim Einsatz von Muttermilch sinkt die Darmerkrankungsrate auf unter 1%. Wundermittel Muttermilch. Aber jede zweite Mutter von Frühgeborenen hat die ersten Tage zu wenig Milch, eben weil die Babys schon Monate zu früh kommen. Julia Fertel war geschockt, als feststand, dass ihre beiden Zwillinge Anton und Leopold 8 Wochen vor Termin geholt werden müssen. Sie sind ja eigentlich noch gar nicht bereit für diese Welt. Und jetzt sind sie auf der Welt und packt dieser kleine Körper das? Schafft er das? Und wir haben das Glück, dass unsere das sehr gut schaffen. Bei Julia Fertel kam auch die Milch. Gerade die Vormilch ist die besonders wertvolle. Fertel lässt sich überzeugen, die erste Milchspenderin in Augsburg zu werden. Für die Frühchen von anderen Müttern, bei denen die Milch noch nicht kommt. Gleich hier im Krankenhaus, wenn sie eh bei den Zwillingen ist, pumpt sie regelmäßig Milch ab. An einer Milchpumpe. Das funktioniert ganz gut. Aber es ist definitiv schöner, ein Kind an die Brust zu lassen, als eine Maschine. Ja, ja. Die Muttermilch wird ähnlich wie eine Blutspende untersucht, dann pasteurisiert und eingefroren. Noch ist die Muttermilchbank fast leer. Und auch die Finanzierung ist unsicher. Hier sind wir wie oft bei neuen Therapien oder wieder neuen Ansätzen als Klinik erstmal auf uns alleine gestellt. Das heißt, wir müssen es aus eigenen Mitteln finanzieren und hatten jetzt das Glück, zum Beginn unserer Frauenmilchbank eine Großspender zu finden, die uns geholfen hat, die Grundausstattung an Apparaten und Geräten zu finanzieren. Dabei vertragen die Frühchen Milch einer anderen Mutter ohne Probleme.